Servus und willkommen zurück zu Let's Play Dantes Inferno. Ich bin KamikazeLP und jetzt machen wir mal weiter. Jetzt müssen wir dann raus. Jo. Da ist ein Verdammter drin. Schauen wir, was der zum Song hat. Cicero und Catulus fanden meine Freigebigkeit widerlich. Ja. Das muss irgendwie. Ich teilte alles, was ich hatte, mit jenen, die weniger Glück hatten. Das muss irgendwie voll lustig sein, sowas zum Synchronisieren bzw. Synchronisieren halt die deutsche Sprachspur dafür zu erstellen. Vor allem da die im Hintergrund alle mit ach, da muss ich aufhören. Die Augen im Hintergrund gefallen mir aber. Okay. Dann gehen wir mal da rein. Da ist Vergil. Wow. Schauen wir, was der zum Song hat. Was diese Schatten im Leben stets begehrt, im Tod bleibt auf ewig ihnen verwehrt. Aber können diese Seelen nie von ihrem Los befreit werden? Sie erwachen nicht mehr. Bis der einst die Posaune des Engels erschallt. Erst dann ihr Fleisch ist wieder bereit und sie hören den Klang der Ewigkeit. Diese Qualen, werden sie nach dem jüngsten Gericht verstärkt oder gemildert? Je vollkommener eine Sache ihre Lust sich mehrt. Und obschon auch ihrer Pein ist wahre Vollendung verwehrt, vermögen sie schon bald mehr denn heute zu sein. Ah ja. Im Hintergrund furzen soll ich mal an. Ist eklig. Also bei Devil May Cry 3 ist es so eklig, wenn man dann im Inneren des Leviathans ist. Da haben wir ja wieder ein paar. Erlösen, damit ich endlich meinen heiligen Level ganz ausgebaut habe. Zielen gibt's ja ohne Ende. Mann. Scheiße. Noob. Ja. Da haben wir jetzt noch die zwei Dinge. Und ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, das geht mir jetzt auf die Nerven. Das ist ein bisschen zu einfach.
Okay. Schreibt mir mal einen Schwierigkeitsgrad höher, weil schließlich habe ich schon volle Ausbildung im Heiligfast. Nee. Dante, was tust du? Wer hat dich zum Priester gemacht? Wer hat dich zum Priester gemacht? Wie der Vater, so der Sohn. Denkst du, du musst nicht für deine Sünden büßen? Ich habe die Kreuzfahrt angetreten. Der Bischof versprach, dass uns alle Sünden vergeben würden. Und ihr habt ihm geglaubt. Ihr habt diesem Heilsschacherer tatsächlich geglaubt. Und was ist mit den verlorenen Seelen, die wir getötet? Wo sind sie? Die kämpften auch für eine heilige Sache. Wo sind sie? Warum finde ich die Verdammten in der Hölle nicht? Weil das nicht ihre Hölle ist, sondern deine. Spar dir deine Tränen, Mädchen. So wie ich meinen Sohn kenne, ist er längst tot. Du wagst es, mein Haus zu betreten! Nein! Sei verflucht! Sie hat nichts getan! Halt ihn auf! Blicke auf den Tod und den Untergang deiner Familie, deiner Heimat oder deiner Lebensweise. Wie fühlt es sich an, selbst betroffen zu sein? Sie war nicht meine Schwester. Sie war mein Weib. Sei verflucht! Was willst du denn noch von mir? Willst du es wissen? Was noch? Es liegt ganz allein bei dir, das herauszufinden. Kämpfe weiter, Dante. Okay, jetzt müssen wir gegen die Fettsäcke da kämpfen. Naja. Das ist eklig, der Typ. Na, scheiße. Eigentlich wollte ich ihn jetzt erlösen, aber mei. Bei denen gibt es wenigstens. Jo. Boah, wie ist das gleich wieder gegangen? So. So. Es hat wunderbar geblutet, das arme Kind. So, das ist Seelenwand dafür. Ja.
Dann gibt's Doros. Dann hüpfen wir mal da rauf. Da oben gibt's nämlich auch noch was. So, ich glaube jetzt war es der da. Und zack, zack. Wow. Fuck. Warum habe ich jetzt loslassen, wenn du schon dort ging? Mann. Noob. Nochmal. Na? Nicht Zeit. Machen wir zuerst den Nomad. Silberling. Na, glaube ich. Ach man, Dante, was magst du? Nach unten. So, jetzt halt. Also den Hebel zu betätigen, weiß ich nicht mehr. Nein, muss ich nicht. Das muss so bleiben, genau. So, leider. Sie hatte es nicht verdient. Ihr Blut klebt an deinen Händen. Was auf Stufe gibt es da irgendwo auf? Nee. Und speichern. So, und somit ist der Part auch schon wieder zu Ende. Und wir sehen uns beim nächsten Part. Bis dahin, ciao.